Guten Abend und herzlich willkommen zur Spätausgabe von RBB 24 mit dem Wichtigsten aus Berlin und Brandenburg. Und dort hat es in der Nacht eine Explosion gegeben. Zwei Jugendliche haben in Neuenhagen im Märkisch-Oderland Fahrkartenautomaten gesprengt mit fatalen Folgen. Beide wurden dabei schwer verletzt. Schon rot, grün, rot hatte es versucht. Nun startet Kai Wegner einen weiteren Anlauf. Ist er schließlich auch eines seiner Hauptwahlkampfthemen gewesen. Die Berliner Verwaltung soll reformiert werden. Schneller, digitaler und effizienter werden. Ohne die Bezirke geht das aber nicht. Und deshalb hat er heute alle 12 Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister getroffen. Zur ersten Klausur. Es könnte tatsächlich bald vorbei sein mit der bunten Fassade des Happy-Go-Lucky-Hostels in Berlin-Charlottenburg. Mehr als 10 Jahre währt nun der Streit zwischen Eigentümer und dem Bezirksamt. Und der Konflikt ist mittlerweile ziemlich komplex geworden. Dennoch, es gibt ein Gerichtsurteil und das sagt, aus bunt wird beige. Heute um Mitternacht läuft die Frist dafür ab und dann soll zum Pinsel gegriffen werden. Die Berliner Polizei hat am Nachmittag eine Palästinenser-Demonstration in Neukölln aufgelöst, nachdem Teilnehmer anti-israelische Parolen gerufen hatten. Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien von 5 Personen auf. Der Aufzug war nur unter Auflagen genehmigt worden. Bereits in der Vergangenheit hatte die Polizei Palästinenser-Demonstrationen nach Verstößen aufgelöst oder verboten. Und was noch so in Berlin und Brandenburg los war, das gibt's jetzt im Nachrichtenüberblick kurz und kompakt zusammengefasst. Der Name des Tropfens ist neu. Der Weinberg dagegen ist der alte. Direkt am Viktoriapark zwischen Wohnhäusern versteckt sich der Weinberg Kreuzberg im gleichnamigen Kiez in Berlin. Und dort hat die Weinlese begonnen. Nach einem schwierigen, aber auch guten Weinjahr. Schön, Uri. Ja. Und zum Schluss schauen wir wie immer auf das Wochenendwetter. Nachts viele Wolken, es bleibt aber trocken, 12 bis 7 Grad. Morgen dann viele dichte Wolken und es kann regnen. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad. Montag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken und es wird wieder wärmer, 26 Grad. Dienstag und Mittwoch kommt dann wieder der Regen. Vor allem zur Mitte der Woche wird es dann kühler, nur noch 19 Grad. So. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Film Die Füchsin. Und dort geraten die Ex-Stasi-Spionin Anne-Maria Fuchs und der Import- und Exporthändler Youssef El Khilali bei der Lösung eines Falls in Lebensgefahr. Haben Sie noch einen spannenden Abend und einen schönen Sonntag. Tschüss.